Bei einem Spaziergang auf dem Höhenweg von Tegernsee nach Rottach habe ich zu meiner großen Freude dieses wunderschöne Stück Holz gefunden. Dann habe ich es erstmal angemalt. Mit diesem wunderschönen hellen Türkis und ein bisschen Silber drüber, ganz zart. Und wie das getrocknet war, kam mir dann die Idee, es sieht eigentlich aus wie eine Mischung aus ja, Höhle und Sofa. Und da müsste eigentlich eine Figur drin liegen. Ich nahm einen schönen, biegsamen Draht, der etwas dicker war als normal, und formte diese Figur draus. Weil ich dachte, eine Figur, die sich da drin ausruht und liegt, könnte sehr gut aussehen. Und dann fing ich an, wie Sie sehen. Wie das Drahtgestell fertig war, habe ich erst mal ein bisschen Mullbinde drum gewickelt und ein bisschen mit Leim überstrichen, damit nachher die Masse, mit der ich es formen möchte, besser hält. Jetzt ist alles getrocknet und ich habe die Masse angerührt. Das ist Leichtmörtel, den man mit Wasser anrührt. Und habe angefangen, diesen Mörtel um das Drahtgestell herum zu modellieren. Kopf, Arme, Beine, bis es fertig war. Dann habe ich das Ganze trocknen lassen. Ich habe noch etwas gesehen auf dem Holz. Eine Stelle, die herausgeragt ist aus der Rinde. Und da dachte ich, oh, das könnte ein kleines Tier sein, was da rauskommt. Also habe ich das auch modelliert. Alles trocknen lassen. Dann habe ich die Figur in dieses Holzbett, wie ich es nenne, reingelegt. Und jetzt streiche ich es mit silbernem Hammerlack. Denn der ist nicht ganz so grell wie normaler Silberlack und entspricht genau meiner Vorstellung, wie ich es vorher im Kopf hatte. Ja, und wie Sie sehen, mir gefällt's. Ich hoffe Ihnen auch.